Ivor, meine zweitliebste Nordwegerin. Können wir uns nur bei gewaltsamen Anlässen begegnen? So scheint es zu sein. Aber Freunde zu sehen, ist in diesen dunklen Zeiten immer ein Lichtblick. Optimistisch wie eh und je, Stowe. Schön, euch beide zu sehen. Ich bringe keine schönen Worte, nur meine Klinge. Mal sehen, was sich als nützlicher erweist. Nicht seit es fast vollständig abgebrannt ist. Durch die verkohlten Holzdächer kommt das... Ey, wo du dampfende Schüssel voller Elchpisse! König Oswald sendet beste Grüße! Brodir, Bruder. Oder war es genau andersherum? Götter, dein Anblick lässt ein müdes Herz erblühen. Bei ihm erblüht was ganz anderes. Wir können später in Erinnerungen schwelgen. Seid ihr Irren bereit, etwas Blut zu vergießen? Nach diesem Aas Rüd könnte meine Klinge durchaus ein paar weiche Sachsen vertragen. Nicht seit es fast vollständig abgebrannt ist. Durch die verkohlten Holzdächer kommt das Licht richtig zur Geltung. Basim ist da hinten. Einmal am Wasser entlang. Du bist nicht der Erste, der beim Wachehalten einschläft. Aber sicher der Lauteste. Ich wollte dich nicht enttäuschen, Jarl Gudrum. Es war nur ein kleines Nickerchen. Ich war so müde. Das sind wir alle, Junge. Der Weg hierher war hart. Und trotzdem enttäuschst du mich nie wieder. Verstanden? Mein Jarl, es tut mir... Du musst Eivor sein. Ich habe viel von dir gehört. Man hält große Stücke auf dich. Wir werden sehen. So, wie verhalten wir uns, wenn wir jemand Neues treffen? Also, es ist eine Ehre, dich zu treffen. Oder die Geschichten sind alle wahr. Oder das werden wir. Ich sag mal, es ist eine Ehre, dich zu treffen. Das ist jetzt nicht wie bei den anderen Sachen, wo es auf die Betonung ankommt. Das kannst du eigentlich sagen, wie du willst. Ja, du kannst sagen, es ist eine Ehre, dich zu treffen. Oder auch, es ist eine Ehre, dich zu treffen. Oder auch, es ist eine Ehre, dich zu treffen. Du kannst auch sagen, es ist eine Ehre, dich zu treffen. Ja, du kannst aber auch sagen, es ist eine Ehre, dich zu treffen. Ja, oder auch, es ist eine Ehre, dich zu treffen. Ja, oder auch, es ist eine Ehre, dich zu treffen. Du kannst aber auch sagen, es ist eine Ehre, dich zu treffen. Ja, man kann das kann man eigentlich nicht falsch verstehen. Das ist eine Sache, die kannst du betonen, wie du willst. Es ist eine Ehre, dich zu treffen. Ja, das geht auch. Es ist eine Ehre, dich zu treffen. Ja, ich nehme mal die 1. Ja, Gudrum. Fluch der Sachsen und Plünderer des Südens. Es ist eine Ehre, dich zu treffen. Du respektierst, wem Respekt gebührt. Gefällt mir. Ich hoffe, du kämpfst so gut, wie du redest. Eivor hofft, Sigurd aus dem Griff der wahnsinnigen Fulke zu retten, die sich in Portcaster verschanzt hat. Wenn du König von Westsexe sein willst, muss Portcaster fallen. Ein Bündnis ist im besten Interesse beider Seiten. Du versprachst ein großes Heer, aber mit dem hier könntest du nicht einmal eine kleine Mauer überwinden. Das sind nicht alle meine Kräfte. Wo ist der Rest? Deine Verbündeten sind auf dem Weg. Nur Geduld. Wir können nicht länger warten. Wir müssen sofort aufbrechen. Mit so wenigen? Bist du so erpicht darauf, nach Valhall zu kommen? Ich sitze nicht herum, während diese Hündin Sigurd gefangen hält. Wir könnten im Wald östlich von Portcaster einen Angriff planen. Aber zwischen hier und dort gibt es Speer. Um die kümmere ich mich. Zeig sie mir und ich blende Fulkes Augen. Einer befindet sich zwischen Bricklesworde und Chiscaster. Ein anderer nördlich von Crawan Lair. Ein dritter hält Wache auf den Hügeln südlich von Crauedene. Aber Vorsicht, das sind die, von denen ich weiß. Es könnten mehr sein. Das Risiko gehen wir ein. Ich finde die Speer, du bringst die Leute bei Portcaster in Stellung. Du setzt viel aufs Spiel, Eivor. Wenn man uns entdeckt, sind wir verwundbar. Wenn du siegen willst, dann jetzt oder nie. Jede vergeudete Stunde könnte Sigurds letzte sein. Ich hoffe, du hältst, was die Gerüchte versprechen.
Eivor hat viele Verbündete aus dem ganzen Land versammelt. Wie diese zwei netten Zeitgenossen, Brody und Broder, oder? Hör zu, Sachse. Wir sind zum Töten hier, nicht um Freundschaften zu schließen. Hört, hört. Wir sind zum Töten hier, nicht um Freundschaften zu schließen. Wir sind zum Töten hier, nicht um Freundschaften zu schließen. Nochmal für die ganz Blöden. So, wunderbar, weiter geht's. Da vorne steht ein Baum, da vorne steht ein Baum. Wir suchen jetzt den Kundschafter. Tuff, tuff, tuff. Sühnen, leite mich. Oh. Tuff, tuff, tuff. Kundschafter ist im Puff. Wir finden ihn hier auf der Wiese, denn er war gerade im Puff und hat dort genießt. Tuff, tuff, tuff. Kundschafter war im Puff. Hier sollte ein Späher auf dem Hügel sein. Ja, ist natürlich schlecht. Jawohl. Ach cool. Die Welt von unten. Was siehst du, alte Freundin? Da ist ein Zelt. Der Kundschafter ist wohl tot. Da liegt er. Der Kundschafter wurde von Wölfen getötet. Wenn du mich fragst. Der Geruch von Blut liegt in der Luft. Da war auch Blut im Zelt, also den haben die im Schlaf. Es riecht nach Tod. Hat jemand den Späher vor mir gefunden? No, alle kaputt. Von Wölfen gerissen. Mir wurde die Arbeit abgenommen. Okay, jetzt weiß man aber auch, wie die aussehen. So ein roter... Eine rote Hose und ein roter Rock. Quasi. Oh, da ist nochmal der Albino-Wolf. Ah, ich gehe zuerst da unten hin. Okay, da hinten ist das Gebiet. Zeig mir, was vor uns liegt.
Da unten läuft einer. Das ist er doch. Mal gucken. Ich würde gerne markieren. Jetzt. Yep. Ein Späher wacht am Flussufer, nördlich von Krauenlea. Dickes Späher. Genau wo Basim ihn vermutete. Befehle von Fulke. Davon sollte ich Basim erzählen, sobald alle Späher tot sind. Sehr schön. Nächster. Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Ich muss sehen, was du siehst. Da hinten, ey. Boah, muss ich hier erstmal raus wieder? Will er natürlich nicht. Das mal hier. Oder da? Jawohl. Geht doch. Geht doch. Das ist so ein Kloster, das müssen wir nochmal, da müssen wir nochmal einen Raubzug machen. Entspann dich, ich bin auf der Durchreise. Relax. Überblicke das Land, Freundin. Da. Das ist er doch, oder? Ich habe mal einen markiert. Also ich kill mal alle drei. Weil davon wird einer der Speer sein. Da, ein Speer. Er will wegrennen. Zack, der ist weg.
Der ist gut, ey. Meine Fresse. So, keine Lust mehr. Du Räudiger! Hundesohn! Das war nicht der Stadt. Lass ihn mal gut rum warten auf den Wald, östlich von Podcaster. So, finde Basim. Er weiß einfach auch zu viel. Er spielt sich so ein bisschen als... Ich finde, der spielt sich so ein bisschen als Anführer auf. Dadurch, dass der wirklich alles weiß, kann er uns steuern, ne? Und sagen, mach doch mal dies, mach doch mal das. Und weil er meistens recht hat, macht man das dann auch so, wie er das empfohlen hat. Aber das ist halt sehr komisch, dass Basim da so diese, das Steuer in der Hand hat. Oder das Ruder. So, wir müssen Basim finden. Sie für mich sühnen. Da hinten. In dem Bereich. Ah, es ist auch nicht mehr weit. 70 Meter, da können wir laufen. Sonst hätte ich noch unser Pferd gerufen, aber es geht. So, hier muss Basim irgendwo. Hilf mir, sei meine Augen. Da ist ein Feuer. Mit den ganzen Leuten, ja, also gerade durch. Warum? Die Späher sind tot und das Lager ist errichtet. Ich sagte doch, wir würden es schaffen. Warten wir es ab. Jedes Auge, das hätte sehen können, trübt nun der Tod. An Zuversicht mangelt es dir nicht. So viel ist sicher. Einer der Späher hatte etwas Interessantes bei sich. Volke weiß, dass Kravodene gefallen ist. Sie sammelt Vorräte und Männer. Vorbereitung auf eine Belagerung? Wenn es ihr gelingt, sich zu verschanzen, könnte es Monate dauern, bis wir Sigurd befreien können. Findest du meine Eile immer noch übermütig, Gudrum? Sachsen! Sachsen aus dem Westen! Deine Eile hat unseren Karren direkt in die Scheiße gefahren. Volke wurde gewarnt. Es muss mehr Späher gegeben haben, als wir dachten. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Mach dich kampfbereit! Der Tod war ihr Schicksal. Ob wir sie hier töten oder hinter den Mauern von Podcaster. Wir drängen sie zurück. Zeig es ihnen. Ich beschäftige die Ratte. Möge Gott dich strafen. Ich spieß dich an.
deinen letzten Atem. Ich lass dich aus. Kommt von den Seiten, streng dich an. Ich lösch dich aus. Gib mir Stärke. Die Sachsen schwächeln. So, die sind gleich erledigt. Ich bring dich um. So, wunderbar. Zurückfallen, verdammt! Nach Portcaster! Sie fliehen wie Hasen! Und wir jagen sie wie Hunde! Dieses Arschgesicht gehört mir! Nicht, wenn ich schneller bin, Lahmarsch! Lasst ihn! Der Sieg ist schon unser! Oha, das sieht nach einem Bossfight aus. Der Typ ist gut. Der Tod ist gekommen, Sachse. Du wirst deinen Freund bald wiedersehen. Für diesen welken Fleischsack kämpfst du? Sigurd, den Kränklichen? Wenn Sigurd heute stirbt, finde ich deine Leiche und pisse drauf. Ihr schleppt eure falschen Götter ein wie eine Seuche. Aber ihr wisst nichts davon, wer wirklich über euch richtet. Ich richte heute über dich, Sachse. Ich bin bereit für meine letzte Reise. Lass mich sehen, was mich erwartet. Ja, das ist die Frage. Ich würde ihn jetzt nicht töten, sondern ich würde sagen, überbringe eine Nachricht. Nein. Geh und erzähl Fulke, was passiert ist. Sag ihr, Eivor kommt und wird ihr das Herz aus der Brust reißen. Ich werde Fulke erzählen, dass ein Schwächling kommt, der nicht annähernd das Zeug hat, etwas zu Ende zu bringen. Er ist tot, Eivor. Sein Atem ist ausgehaucht. Du bist verwundet, Bruder. Lass mich deinen Bruder ins Lager tragen. Oh je. Naja, das passiert. War immer schneller als ich. Aus dem Mutterleib entsprang. Naja, so ist das mit zwei Schwertern.
Man sollte seinen Gegner niemals unterschätzen. Unvorsichtiges Aas! Ich wusste, das Wagnis war zu groß. Ruhig, Gudrum. Fulke verdient deinen Zorn, nicht Eivor. Du hast keine Vorstellung von meinem Zorn. Wie viele meiner Männer liegen tot da, dank dieser Ruhmsucht? Viele sind gestorben. Mein Freund hier auch. Das war meine Schuld. Das zu wissen, ist Schande genug. Ein schwacher Trost für die Toten. Was ist geschehen? Uba, Soma, ihr kommt zu einer schwarzen Stunde. Und zu spät, um unsere Klingen in Blut zu tauchen. Schade. Ich hatte gehofft, Portcaster mit dir hier einzunehmen. Aber Fulke ist vorgewarnt. Mir ist der Appetit vergangen. Ich gehe gen Westen. Dann geh. Aber wisse, ich hätte dich gebraucht. Was du brauchst, Rabennäherin, ist Demut. Höre auf klügere Köpfe als deinen eigenen. Eivor? Ich höre dich, Gudrum, Fluch der Sachsen, wenn du etwas kundtun willst. Du willst deinen Jarl zurück? Dann musst du so kalt wie Frost sein. Mut ist so oft dein Feind, wie er dein Freund ist. Wir werfen uns nicht in aussichtslose Fäden. Wir kommen ohne Vorwarnung und schlagen zu. Versammle deine Verbündeten. Wähle den Zeitpunkt. Dann und nur dann bezwingst du sie. Noch kannst du obsiegen. Geh mit Odins Weisheit, Thors Macht und Freyas Geist. Geh und finde deinen Bruder. Gudrum sprach voller Zorn. Aber was er sagte, birgt Weisheit. Du hast recht. Ich bin nicht so stolz, mir meine Fehler einzugestehen. Dann ist auch Weisheit in dir, Eivor. Wir warten auf unsere Verbündeten, bevor wir angreifen. Bis dahin müssen wir uns vorbereiten. Zunächst brauchen wir ein neues Lager. Sie werden denken, wir ziehen uns zurück. Aber wir kommen noch näher. Hier. Ohne Vorwarnung. Erke, Stoa, reitet vor mir dorthin. Zusammen werden wir sie bezwingen. Für mich liegt kein Vergnügen im Kampf gegen meine eigenen Leute. Aber Schuld ist Schuld. Wir brechen sofort auf. Außerdem sind sie aus Westsex, Sir. Elfreds Leute, nicht deine Brüder. Danach sollten wir Fulkes Vorräte in ganz Sutsex vernichten. Ja, wenn es ihr gelingt, sich in Portcaster zu verschanzen, können wir Sigurd nicht mehr retten. Der Brief des Speers erwähnte Brickleswarde, Guldefort und Crabanlea. In Crabanlea fertigen sie Waffen. Aus Guldefort stammt ihre Nahrung. Brickleswarde ist eine Feste mit vielen Sachsen. Ober, ich brauche deinen Axtarm in Guldefort. Soma, du und deine Männer helfen mir in Crabanlea. Verlass dich auf uns. Ich gehe nach Brickleswarde und mache mir ein Bild von der Lage. Gut. Ich stoße zu dir, sobald das sächsische Lager erledigt ist. Das Herz eines Löwen und die List einer Krähe. Gudrum hat sich in dir getäuscht. Wir haben einen Plan. Vollenden wir ihn. So. Uba, verzeiht. Ich hätte euch gern ein angemesseneres Willkommen nach der langen Reise bereitet. Mir tut nur leid, dass wir nicht schneller hier waren. Wir werden... Ha, dieses Gesicht sehe ich gern. Soma, wie geht es in Grantabrück? Wir blühen auf, genau wie in unserem ersten Jahr. Und dafür bin ich dir zu Dank verpflichtet. Das Risiko, das ich damals einging, war weit geringer als deines jetzt. Ich danke dir, dass du meinem Ruf gefolgt bist. Ein Eid ist ein Eid, Eivor. Versilbert und aus Eisen geschmiedet. Wir werden eine Weile brauchen, um die Männer zu versammeln. Ober Ragnarsson, es erleichtert mich, dich hier zu sehen. Willkommen. Eivor Wolfsmahl führt mich mit einem Überfall auf Westsex in Versuchung. Wie könnte ich da widerstehen? Hier beenden wir das Werk, das dein Vater vor mehr als einem Jahrzehnt begann. Bist du bereit? Mehr als bereit. Ich bin hungrig. Wir werden eine Weile brauchen, um die Männer zu versammeln. Dann kann es losgehen. Super, wir treffen uns mit Stove. Oder Stowey.
Aber so schlimm ist es nicht, dass man ihn jetzt zurückschickt, um Bericht zu erstatten zu Fulke mit der Nachricht, weil wenn man nichts mehr von der Einheit hört, dann gilt sie sowieso als verloren. Und ob er jetzt zurückkommt und sagt, die wurden fast alle getötet, nur er hat überlebt, oder man hört einfach gar nichts mehr von denen, komplett, das ist genau dasselbe. Von daher ist es nicht so schlimm. Das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt dumm war und vorgewarnt hat, sondern es ist einfach nochmal eine Provokation. Weil die wären so oder so davon ausgegangen, dass die Einheit, die losgeschickt wurde, um uns zu überfallen, dass die komplett tot wäre, wenn von denen nichts mehr kommt. Weil einfach alle tot sind, ne? Und das hätte gleichzeitig geheißen, dass in der Richtung... Ist es nicht schön, aus der Stadt raus ins Freie zu kommen? Hier ist es mir zu... Erke, Stor, bereit zum Angriff? Ich habe Vorbehalte. Das Spatzenherz hat Vorbehalte. Obwohl Mercia und Westsexe auf dem Krieg liegen, sind sie Christen. Wenn ich mit ihnen rede, könnten wir ein Blutvergießen vermeiden. Du kennst die Menschen dieser Insel besser als ich, Stowe. Ich vertraue dir. Danke, Eivor. Ich werde tun, was ich kann. Kühne Soldaten! Ich bin Stowe, Greve von Lunden. Dieser Däne an meiner Seite ist Greve Erke. Wir wachen gemeinsam über Lunden. Er ist mein Freund. Zusammen sorgen wir für Gerechtigkeit. In Lunden leben wir in Eintracht mit Dänen zusammen. Ihr könntet das auch. Aber euer König teilt diese Ansicht nicht. Elfred lässt seine Lande bluten und reibt euch auf in einem sinnlosen Krieg. Und jetzt sollt ihr dafür sterben. Also beschwöre ich euch, in Gottes Namen, verlasst dieses Lager. Ich werde euch gute neue Beschäftigung in Lunden finden. Ihr seid gute Männer, treue Männer. Dieser Tag muss nicht euer letzter sein. Er hat recht. Die Dänen werden hier bleiben, ob wir wollen oder nicht. Warum jetzt sterben? Sei kein Idiot. Sobald du dein Schwert senkst, bringen sie uns um. Da redet kein Heide. Er ist ein Sachse. Ich glaube ihm wirklich. Auf, Leute. In Lunden wartet ein neues Leben auf uns. Das ist besser, als hier im Schlamm zu sterben. Um euch, Verräter, kümmern wir uns später. Die anderen! Danke, mein Freund. Aber jetzt regeln wir das auf meine Art. Hätte ja klappen können. Worte scheitern! Sprich das Eisen! Zerbrich doch endlich! Aus! Geh aus, du dummes Feuer! Das kostet dein Leben! Das war neu. Geil. Waffe werfen ist der Hammer. Gemeinsam schaffen wir das. Junge. Das war's. Sehr schön. Er ist dahin.
Er gehört uns. War doch nicht so schwer, oder Stowe? Jeder Tote ist ein Tote. Jetzt muss ich noch Volkes Vorräte vernichten. Die Vorräte vernichten. Wo sind die denn? Ist hier hinter? Das kann man bewegen hier. Ja? Nichts. Man kann ihn einfach nur so bewegen. Und was heißt denn Vorräte vernichten? Will sie jetzt alles aufessen? So, ich spreche mal mit ihm. Ich hoffe, das geht. Ne, ich kann nicht mit ihm sprechen. Mit ihm auch nicht. Ach, hier. Da, sprich mit Ober. Da sind quasi die Kornspeicher. Ah, weiter vorne. Weiter vorne. Gesehen werde, gibt es Ärger. Alles bereit? Für eine Stadt der Bauern und Hirten gibt es hier ziemlich viele Schwerter. Einer von ihnen sieht aus wie ein Tarn, hat ein paar üble Kerle dabei. Er ist ins Langhaus gegangen. Wenn wir aufpassen, wird der Tarn es vielleicht nicht bemerken, wenn wir die Silos anzünden. Soll das ein Scherz sein? Sollen die kommen? Ich habe ewig keinen fähigen Sachsenkrieger mehr getroffen. Sehr gut. Silos verbrennen. Was siehst du da oben, Sühnen? Da... Ich glaube, das ist ein Silo. Das auch. Und da. Drei habe ich jetzt markiert. Ich glaube, man kann auch nur drei. Wir wurden entdeckt. Odin sei Dank. Egal. Ich hab das Umherschleichen satt. Wo ist der richtige Kerl? Wie immer, Bruder.
So, wo sind jetzt noch Silos? Was da. Also erstmal lösche ich alle Markierungen. So. Da ist ein Silo. Hä? Och nö. So. Also. Da hinten ist ein Silo, das habe ich markiert. Da ist noch ein Silo. Und da, das sind alle drei. Ja, ungefähr da. So. Ja, man braucht auch nur immer so ungefähr die Richtung. Aber der Rabe hilft schon ungemein, also muss ich ja sagen. So, da vorne ist auch noch einer. Jetzt hat man auch die grünen Pfeile, die waren eben, glaube ich, noch nicht da, oder ich habe nicht drauf geachtet. Geht dort herum. Bumm. Das müsste durch sein. Ja, 1000 Meter in die Richtung. Boah. Her! Wo ist Basim denn? Der Dichter oder weiter? Dichter. Dann erstmal. Halt. Aha. Naja, auf jeden Fall ist er dichter. Da reite ich jetzt erstmal hin. Ich muss hier mal aus dem Dorf noch raus. Ja, das Pferd ist schon geil. Ja.
Breakless Warde. Ein Wald sächsischer Schwerter wartet hinter diesen Mauern aus Stein. Ich sollte Bassem aufsuchen. Er muss in der Nähe sein. Was hast du herausgefunden? Breakless Warde ist voller Wachen und Nachschub kommt über den Fluss. Zwei von Fulkes besten Leuten überwachen alles. Wir sollten diese Anführer töten und ihre Schiffe verbrennen. Geschlagen und verängstigt werden sie Fulke in Portcaster kaum helfen können. Menschen sorgen sich in ihrer Angst nur um sich. Guter Plan. Okay. Breite deine Flügel aus. Da hinten müssen wir hin. Ein Anführer ist beim Hafen, einer ist in der Festung. Okay, und die Boote, die da so liegen, können wir verbrennen. Ich würde sagen, ich fange mal mit den Booten an. Auf dem Weg. Da, der Typ ist nicht mehr. Oh nein. Oh Scheiße. Ich hab nicht gesehen, dass da. Nein. Ja, okay. Mein Fehler. Ist ja nur der eine. Feste sein. Auf dem Weg.
Okay, hab ich schon einen Anführer getötet? Anscheinend. Ein ganz normaler Fisch. Sehr gut. Sehr gut, die haben wir. Hä? Na? Gott verfluche dich! Wunderbar. Aber da muss auch eine Fitness dahinter stecken, ne? Ich meine, die macht hier teilweise Angriffe. Und rennt danach einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Du wirst mich nicht los! Geil, ich glaube, der war das. Wir sind fertig. Fulke wird keine Hilfe aus Brickles Worte erhalten. Wir sehen uns im Lager. Ja, vorher will ich noch das Buch finden. Bleib still und still! Du wirst dich Würmer nähren! Steh mir bei, Herr! Ich höre es. Es ist hinter dieser Wand. Mal gucken, wie man da reinkommt. Vielleicht von oben. Huch. Oh, ganz viel Silber. Warum? Bringt das Glück? Ah. Das sieht doch gut aus. Brandpulverfalle. Ja. Weil ich die auch so oft benutze. Oh. Ich dachte, dass da Stroh liegt. Gut, mit wem müssen wir sprechen? Mit Soma.